Der bisherige Generalsekretär Lars Klingbeil soll die SPD an der Seite von Saskia Esken als Co-Parteichef in die Ampelkoalition führen. Der 43-Jährige gehört dem konservativen Seeheimer Kreis an, wird aber auch von vielen Parteilinken geschätzt. Klingbeil kommt aus Niedersachsen und ist kein Generalsekretär alter Schule, der ständig gegen den politischen Gegner stänkert. Stattdessen weckt er seine Worte ab und ist nicht leicht aus der Ruhe zu bringen. Als Klingbeil 2017 Generalsekretär wird, soll er eigentlich die Erneuerung der SPD in der Opposition organisieren. Stattdessen führt er die Verhandlungen über die Neuauflage der Großen Koalition. Er unterstützt in der Folge eine ganze Reihe von Parteivorsitzenden bei der Einarbeitung und organisiert schließlich den erfolgreichen Bundestagswahlkampf, der die SPD nach langen Jahren wieder zur stärksten Partei macht. Dass die SPD dabei so geschlossen wirkt, ist auch Klingbeils Verdienst. Er vermittelt im Wahlkampf zwischen der linken Parteispitze und dem konservativeren Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Den Parteivorsitz hat er schon früher als, so wörtlich, reizvolles Amt bezeichnet.